gab ja vor Propeller gab es eine Sendung, gab es schon eine andere Sendung, Vorgängersendung, die wurde dreimal aufgezeichnet, die ist Boom. Für diese Sendung Boom gab es damals ein Casting und also es war ein Aushang an der Hochschule, suchen Moderator für Jugendsendungen von den höheren Semestern. Und da habe ich mich dann eingetragen, habe am Casting mitgemacht und am Schluss standen eben dann zwei Moderatoren fest, wir haben Doppelmoderation gemacht. Das war eben Stefan Ritter und ich. Ja, und so ging es los. Das war dann erst Boom und dann ging das Semester ins Praktikumssemester und wir haben dann das, also unser Semester hat das Format weiterentwickelt. Ja, und daraus wurde dann eben Propeller und dann hat man einfach gesagt, naja, du hast ja Boom moderiert, dann moderier doch Propeller einfach weiter. Und das habe ich dann gemacht. Das war eigentlich eine interessante Erfahrung auf alle Fälle. Ja, was einfach spannend war, wir haben ja nicht Propeller nicht im Studio produziert, sondern draußen. Das heißt, wir sind immer mit 10, 15 Mann rausgefahren, zwei, drei Kamerateams. Und es war einfach spannend. Da war die Frage, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und zwar alles auch auf freiwilliger Basis. Und es war dann schön, wenn man dann eine Woche später oder ein paar Tage später, wenn man dann das fertige Produkt sehen konnte. Und da war eine Veranstaltung, die hieß, heißt immer noch, gibt es glaube ich immer noch, With Full Force Festival. Und ich glaube, ich habe 20 Anläufe gebraucht, bis ich With Full Force well, richtig ausbrechen konnte. Ich glaube, die anderen waren schon ein bisschen angefressen, weil ich so lange gebraucht habe, bis ich With Full Force Festival aussprechen konnte. Seitdem musste ich es aber eigentlich bis auf heute jetzt gerade nie wieder aussprechen.